Planespotter aus ganz Deutschland trotzen schon seit Donnerstagmorgen Wind und Wetter, um noch einen letzten Blick auf sie zu erhaschen. Die Ära Transall wird heute in Hohn mit einem Flyout des Lufttransportgeschwaders 63 offiziell beendet. Ein sehr emotionaler Abschied für die meisten hier. Wir sind gestern angekommen für die Retro-Brummel, weil es ein historischer Moment, für immer vorbei. 4,5 Stunden Fahrt, aber kein Weg ist zu weit. Als kleiner Dötzke habe ich die ja immer schon landen sehen in Hopsten, da war auch ein Fliegerhorst. Und daher kenne ich die immer schon. Wie schnell die Zeit dann auch vergeht, ne? So die Geräusche, ich sag mal, wenn die Flugzeuge gestartet sind, das sind Kindheitserinnerungen, die da wach werden. Und jetzt fliegt die in Wunstorf ja leider nicht mehr, schon seit längerer Zeit, aber hier in Hohn. Und deswegen heute der Abschied, das ist nochmal so diese Geräusche zu hören und diese Faszination Luftfahrzeuge, das ist einfach richtig schön. Das ist eine familiäre Diskussion momentan, ja, ob die A400M die Trall je ersetzen kann. wir werden sehen, was die Zukunft sagt. Die Enge der Lüfte, oder Trall, wie sie liebevoll genannt werden, gehen nun in den Ruhestand. Mit ihnen wird auch das LTG 63 aufgelöst. Ein Abschied, der noch einmal fliegerisch gewürdigt werden soll. Ja, ich bin natürlich ein bisschen aufgeregter, als ich sonst bin. Wir sehen ja, heute ist ein großer Tag. Sehr viele Menschen hier, die alle ganz eng und emotional mit der Transall verbunden sind. Und heute unser großes Flyout. Viele befreundete Geschwader und Luftfahrzeuge sind hier vor Ort. Und wir haben ja das große Glück gehabt, dass die kleine Wetterlücke haben wir ausgenutzt. Und da ist unsere Six-Ship, die wir lange geübt haben, ist über den Platz geflogen. Ich will es noch nicht so richtig wahrhaben. Heute ist der Tag, wo wir alle noch mal ein bisschen feiern und an die Transall denken. Und danach wird die Wehmut überhand nehmen. Und dann, ja, die zwei traurigen Augen, die kommen auf jeden Fall. Bye.